Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2. Nee, Anno 18. Guck mal, da ist Ulivar. Alles gut. Ulivar parkt rückwärts ein. Sie haben an Einfluss gewonnen. Ja, hat 400. Aber auch noch mit der Animation, irgendwie mit dem Kran da. Clanplätze müssen verdichtet werden. So. Ich wollte aber generell mal irgendwas gucken hier. Die Stadt sieht viel schöner aus als unsere. Ein Nicht-Angriffspakt, ja, meinetwegen. Wir haben keinen Krieg. Ja, ist Nicht-Angriffspakt. Ja, aber wir haben keinen Krieg. Warum bietet uns er jetzt einen Nicht-Angriffspakt an? Weil er Geld braucht. Ja. Gib ihm doch die kleine Spende. Sehr vernünftig, wenn man bedenkt. Ja, du willst ihr jetzt einen... Das ist unsere Verbündete. Kauf lieber von dem, mit dem wir jetzt einen Nicht-Angriffspakt haben. Kann ich nichts dagegen tun. Selbst. Nein, ja, wir haben ja mit dem Typen einen. Der da. Kummersbach. Kostet 1 Million Dollar. Ja, haben wir. Und bringt 4.255. Und ja, mach ich, oder? Jetzt wird es irgendwie immer mehr. Ja, schnell kaufen! Schnell kaufen! Die Aktien steigen! Das Doofe ist ja, wenn wir... Guck dir an, wir kriegen jetzt nochmal 40.000. Ja, easy. Ich glaube, 1 Million für 40.000 ist ein ganz schön schlechter Deal, aber... Weil die werden uns ja wieder abkaufen, aber macht nichts. Ja, aber dann kriegen wir das Geld wieder. Das weiß ich gar nicht. Ist das so? Warum ist die jetzt also viel weniger wert? Weil man auf seinen eigenen Inseln immer günstiger kaufen kann. Das war, glaube ich, schon immer so. Achso, okay. So, dann haben wir jetzt da Teile. Das ist unsere Verbündete... Was mit dir hier? Was kostet das? Das kostet noch 400. Ich gebe alles unser Geld für Aktien aus. Kann man hier auch Aktien was kaufen? Was ist das denn da? Ach, das sind so Geschütze. Das sind so Geschütze, Leute. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich tun? Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht so genau. Wir müssen immer noch 30.000 Mann kriegen, sag ich. Das muss schon unser alles. Hauptziel sein. Ich weiß, was ich jetzt tue. Ja, da können wir 6 Leute irgendwie holen pro ich Haus. Egal, wo kalt ist. Was essen die denn? Was essen? Pelmin, genau. Ja, ich glaube schon. Pelmini. Das war diese blöde Stadt, wo du immer alles mit diesen mit Heizungen machen musstest. Das haben sie aber von Anno Dingens gemacht noch, glaube ich. Ich sehe den Weg nicht. Das könnte auch ein Song von Xavier Naidoo sein. Warum bekomme ich auf meinem Handy als... 10 Dinge die in Bayern, die du gesehen haben musst. Ich darf doch nicht mal dahin fahren. Ja. Yeah. Also jetzt brauchen wir hier noch, wir haben noch gehölzenes, ja, wir brauchen jetzt erstmal. Kantine ist, glaube ich, das Markthaus. Oh, ich habe eine Disziplin für uns, für unseren E-Sport-Erfolg, Zalrock. Wenn es mit StarCraft nicht mehr läuft. Landwirtschaftssimulator ist jetzt eine neue E-Sport-Kategorie. Wo? Wie denn? Weiß ich nicht. Wie soll das denn funktionieren? 250.000 Euro Preisgeld. Alles klar, lass angreifen. Vielleicht müssen wir mal den Landwirtschaftssimulator spielen. Ich glaube, das wäre wirklich mal was für uns. Wenn wir schon immer Harry Potter spielen. Ich glaube nicht, dass das was für mich wäre. Landwirtschaftssimulator, das wäre das viel. Doch, ich finde, das ist genau das ist besser als echte Landwirtschaft, weil das stinkt nicht so. Weil du sitzt ja nur vor deinem Rechner. Du hast den Weg übrigens komplett falsch dann gesetzt, wie du deine Häuser gebaut hast. Nee, ich habe die Häuser komplett falsch gesetzt. Zieh mal wieder aus, bitte. Oh, hier ist aber schöne, entspannte Musik. Arschkalt. Hallo, die Folge muss militarisierbar sein, Nate. König Momo Isel. Köhlerei. Die da unten haben irgendwie Probleme. Die brauchen auch Heizungen. Aber sonst ist alles in Ordnung bei euch, oder? Du darfst ja nicht so weit auseinanderbauen. Wir brauchen erstmal irgendwie Kohle. Und Kohle würde ich jetzt eigentlich irgendwo hinbauen, wo Platz ist. Ja, aber du musst dann auch eine Heizung bauen. Das ist weiterhin mal das Problem hier. Hier darfst du nicht platzsparend bauen. Deshalb hasse ich das. Wobei platzsparend ist eigentlich gut, aber... Mit der nähergerückster Taste finde ich das eigentlich schon wieder gut. Kohle braucht gar keine Heizung. Das ist keine schöne Arbeit, aber... Ja, das muss ja auch nicht sein.
das ist richtig. Wie dreht man denn gleich nochmal mit Punkt, oder? Ja. Und Komma. Warum? Wir haben kein Holz mehr. Ja, müssen wir mal ein bisschen Holz haben. Vier. Ja, kommt doch bald, hoffentlich. Wir haben hier viel. Da, Köhlerei. Heizung an. Ich glaube, wir müssen dann hier aber auch noch so eine Art Lagerhaus bauen. Da so. Sonst kommen die Holzer nicht. Da haben wir schon hier 42.000. Was? Ah, das sieht doch. Guck mal, wie der. Wo schaufelt ja. Er eigentlich hin? Da sagt mein OBS glatt, das ist aber nicht so schön. Und nur 58,3 Frames. Wo schaufelt er hin? Du darfst das nicht so genau ansehen. Dann musst du Steuerung Shift. Nee, wie ging das nochmal? Steuerung Shift. Wenn ich jetzt irgendwas drücke, dann stürzt das Spiel nur ab. Drück mal Steuerschrift R. Ah, sehr gut. Was macht er da? Das war gut. Immer schön über den Rücken schaufeln. Dann muss er auf das Fließband und nicht nach da hinten. Ach, Fließband, Schmießband. Das funktioniert doch wunderbar, wie du siehst. Diese schönen 2D-Kohlestücke. 2D. Ich sehe da noch viel Potenzial. Also ich erinnere nochmal an die Gabriel Knight Geschichte, ja. Da hing ja so ein schöner Kessel. Das hat mich voll stark an Harry Potter erinnert, weil da hingen auch immer solche 2D-Kessel im Raum rum. Kann man das Ding jetzt hier drehen? Nee. Sag nicht so sehr auf die Hakenkreuze filmen, bitte. Das ist nicht meine Schuld! Mal gucken, wir müssen jetzt hier weg. Das sind Schlittens. Wenn man da mal nicht die Kurven kaputt geht bei dem. Digga, der ist auch gar nicht gefährlich, wenn man da unten so. Aber du kannst da drüber laufen, wenn das Fußboden. Also, es ist immer permanente Fußbodenheizung. Das ist so wie in Island. Die haben auch überall Fußbodenheizung auf den Autobahnen. Ja, sonst geht da halt gar nichts, ne? Das Pferd ist gerade in den Tank gelaufen. Und der wird die ganze Zeit von Holz geschlagen. Wo willst du mit dem Holz? Ich komme hier wieder raus. Wie komme ich hier wieder raus? Escape, jetzt muss ich mich einordnen. So. Also, das sieht doch hier schon gar nicht so verkehrt. Ja, den ist auch alle kalt. Wir haben immer noch kein Holz. Vor allen Dingen, wenn du guck dir mal einmal an den, das da oben nochmal an. Nee, oben. Die Heizung oben. Hier oben werden dann überhaupt keine Heizung bekommen. Ja, deswegen müssen wir da mal eine hinbauen. Ja, oder du machst einen Weg in der Mitte mal. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Ich muss aber Häuser abreißen. Ja, aber bevor du 180 Heizhilfen baust. Ja, jetzt möchte hier platzsparend sein. Ja, nie baut er platzsparend, aber hier müssen wir jetzt platzsparend sein. Jetzt kannst du. Du hast nicht U gedrückt. Was habe ich gedrückt? Nicht U, auf jeden Fall. Q? Uhu. U? Ja, drück doch U. Auf dem Ding, dann ist er doch fertig. Warum hat er hier kein Gehölzernis? Warum fehlt der Baum? Ja, weil da nicht Wald so viele fehlt. Bäume in der Nähe sind. Da fehlt Wald, hä? Ja, der forstet doch auf. Nee, der braucht Arbeitskräfte. Die Flammen sind außer Kontrolle. Feuer! Da haben wir doch bestimmt eine Feuerwehr. Ach, dieser Qualm. Wo ist die? Die Öfen sind ein Witz dagegen. Wo ist die Feuerwehr? So bekommen wir... Ja, bau doch einfach mal schnell eine da oben hin, bevor du jetzt 8 Stunden suchst. Wir haben schon zu wenig Bauern, deshalb. Die ganze Stadt brennt ab. Ja, was? So ein Feuerwehr? Bisschen Feuer. Du musst ja auch nicht immer alle paranoid machen. Da ist die Feuerwehr. Mobilize. Ja, hier da alles abbrennen, hier nicht. Aber wie heißt es so schön? Was man nicht sieht, ist nicht passiert. So. Du hast kein Kohle. Ach, ich wollte ja da noch so ein Lagerhaus machen. Um da die Kohle zu transportieren. Was ist hier denn los? Ach, gar nichts, okay. Mir fehlt Arbeitskräfte. Wir brauchen mehr Leute. Ihr habt doch jetzt Wärme. Nee, weil er noch keine Kohle. Warum hast du noch keine Kohle? Wir haben noch 2 Köhlereien. Ja, aber vielleicht die brauchen ein bisschen mehr Leute. Das ist so ein Teufelskreis. Nein.
möchte übrigens einen kritischen Punkt an meiner Arbeit anmerken, Cyborg. Mein Datenvolumen ist schon zu 50% verbraucht. Das ist ja auch schon der 21. Ja, aber bevor ich gearbeitet habe, habe ich irgendwie nur immer 100 Megabyte verbraucht oder so. Ja, ist ja völlig klar. Jetzt bin ich bei 3,5 Gigabyte. Ja, klar ist. Mal gucken, wie das aussieht an der Front. Nicht so gut. Irgendwie eine freiwillige Feuerwehr hier in der Nähe. Ein bisschen mehr und ein bisschen schneller löschen, meine Freunde. Ja, du kannst die Feuerwehr da oben noch mobilisieren, jetzt die neu da ist. In 10 Sekunden. Wir haben es ja. Können wir wieder abreißen. Wir müssen die Feuersbrunst in den Griff bekommen. Ich würde eher noch mehr neue Leute bauen. Ach, damit die ersetzen einfach, ja. Wir brauchen halt irgendwann 30.000 Mann. Ich will langsam mal was machen in Afrika. Ja, oder bin ich doch in der Arktis gerade auf dem Weg hin? Ja, mit den 5 Häuschen. Das ist hier übrigens kurz vor Corona. Du kannst auch mal auf 3 machen, dann löschen die schneller. Gut, sie brennen auch schneller ab, aber das ist egal. Der Blitz braucht die harte Hand, um seinen Platz zu kennen. Wehrt das Feuer ab! Da kommt die neuen Ausgebildeten, die Azubis. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Tauchen Sie bei Koordinaten des alten Nates. So, jetzt kannst du aufbauen wieder. Zumindest einige. Warum spielst du jetzt wieder auf 1? Ja, ich drück U, aber es geht einfach nicht. Ja, weil du im falschen Menü bist. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ja, das war doch schon da. Ja, wieder mal alles gerettet. Irgendwas ist aus. Irgendwas ist wieder da. Dumme Freiwillige. Wenigstens wird die Wärme sie in ihren letzten Tagen trösten. Was? Hat Nate irgendwie einen an der Waffe? Das ja. Tut den Händen gut. Fahre es weiter. Er teilt zu viele Buchstaben mit Nation, deshalb lässt sich das gar nicht anders machen. Guck mal, die ist kalt. Kühl. Ist im Kühl. Kühl, aber mit Rot unterstrichen. Kühl ist gut. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Die sind auch kühl. Ich brauche noch einen. Ja, der kommt ja gleich. Weil du kannst auch immer mehr bauen. Bau einfach mehr, wir brauchen sowieso Leute. Die fressen doch nur irgendwie Kumami oder so weit fressen die gleich. Rentiere. Da. Ja. Und du solltest auf jeden Fall so viele bauen, dass wir genug haben für den nächsten Schritt mit dem Fleischkram da rechts. 100 Stück. Ein Pelikan. Genau, so ein Pelikan. Da fehlt uns aber beträchtlich der Holzeinsatz. Uns gehen einige. Ja! Ja, weil die Köhler ja auch Holz brauchen, oder nicht? Ja. Bauen die Köhler selber Holz ab? Die bauen selber Holz ab, ne? Die haben aber selbst so einen Aufforstungsbetrieb. Du kannst doch mal Johns Logbuch studieren, wenn du schon hier unterwegs bist. Oh ja, Logbuch von Kapitän Sir John Reginald Patience St. Smith and Faithful. KHCFR. Nee, KCH bitte. Kfricks. Ja, das haben wir schon öfter vorgestellt, was das ist. Ich kann das aber nochmal sagen, während du den Rest vorliest. Ja, 14. November 1847. Wir haben ein Lager auf König Mono Isle aufgeschlagen, wo wir über Winterschutz finden wollen. 3. Januar 1848. Wir sind im Nordwesten einigen Inuit begegnet. Erst waren sie zurückhaltend, doch später tauschten sie Eisen von uns. Wir haben kein Eisen. Sie haben uns tote Seehunde angeboten, welche wir natürlich höflich abgelehnt haben. Wir haben genug hervorragendes Essen in Dosen an Bord der Styx und Hades, das ein Leben lang reichen wird. Aber vielleicht können sie uns stattdessen einen Weg zur Nordwestpassage zeigen.
11. März 1848. Die Inuit haben uns zu einem Kanal geleitet, der tiefer ins Eis führt. Unsere Instrumente zeigen, dass das Eis von Tag zu Tag dünner wird. Zeit für unsere mächtigen Eisbrecher, die ihr Können unter Beweis zu stellen. Schon bald werden wir die Ersten sein, die den wunderbaren Schiffskanal zwischen Ost und West öffnen. Morgen brechen wir auf. Ja, also ich kann nur sagen an dieser Stelle, dass ich KCH noch nicht gefunden habe, aber FRGS heißt auf jeden Fall schon mal Fellow of the Royal Geographical Society. Ja. Das ist also die zu Deutsch also Königliche Geographische Gesellschaft. Ja, ja, wir sind sowieso mit Großbritannien hier unterwegs. Eine Gelehrtengesellschaft, die sich der Förderung von Forschung und Lehre und der Verbreitung von Wissen zur Geographie verschrieben hat. Gegründet wurde die Organisation im Jahre 1830. Sie ist damit nach der Pariser Société de Géographie und der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin die drittälteste geografische Gesellschaft der Welt. Okay, und der KHC? Ja, das ist nicht ganz so einfach. Moment. KCH ist es übrigens immer noch. Du hast es gerade schon zum zweiten Mal falsch gelesen. Das ist exakt das gleiche in der Rubrik. Also, ich kann dazu sagen, KCH Computer ist ein Online-Shop. Ich glaube nicht, Aalen. Dass das gemeint ist. Ansonsten steht als Abkürzung für Kreditwirtschaftliches Kolloquium Hohenheim, den Flughafen Kunching in Borneo, Knight Commander of the Hanoverian Gulfic Order wird das wohl sein. Das also ist ein Titel der hannoveranischen Welfen. Wurde am 12. August 1815 vom Prinzregenten und späteren König George IV. Gestiftet. Oh, ist der verwandt mit Elizabeth? Elizabeth ist ja deutlich älter. Elizabeth die Erste. Die hatte ich gerade in meinem Hörbuch wieder. Elizabeth die Erste ist ja Tochter von Heinrich dem 8. Und die war Königin nach Königin Mary, die ihre Schwester war. Und Mary ist die alle Protestanten verbrannt hat. Und deshalb wird die Bloody Mary genannt. Verbrannt. Okay. Und ihre Schwester Elizabeth hat dann aber komplett die protestantische Linie ihres Vaters gefahren. Wobei ihr Vater eigentlich nur protestantisch war, damit er nicht alle seine Frauen umbringen musste, sondern auch ein paar einfach durch eine Scheidung los wurde. Mhm. Er hatte ja 7 Frauen, von denen er 2 getötet hat und irgendwie 2 sind irgendwie so gestorben, glaube ich. Nee, eine also, hat er irgendwie, keine Ahnung. Also effektives Arbeiten. Ja, aber er hat immer trotzdem keinen Erben hervorgebracht. Also er hatte einen Sohn, doch, der ist nachher auch König geworden, aber der ist nur 14 geworden oder so. So wie es damals halt war. Jetzt kriegt der da keine Hitze ab, das ist doch einfach unglaublich. Muss er ausziehen, hilft nichts. Das ist die richtige Einstellung. Könnte ich allen helfen, muss halt ausziehen. Genau, so macht man das. Zieh doch ins Warme. Mein Gott. Was passiert da eigentlich gerade? Ja, irgendwie das aus. Du wolltest Kaffee, halt. Ich hätte halt eben aus? Schnell versucht, 30.000 Mann zu kriegen, aber das war irgendwie nicht in deinem Sinn. Ich will die Unterschicht am Boden und alles wird gut. Solange du wild bist. Boah, was ein Scheißfilm wird auch war. Weiß ich gar nicht. Ich habe, glaube ich, nur den ersten irgendwie gesehen. Ihr habt doch Heizung, ja, habt ihr, siehst du? Der, mit dem ich das gesehen habe, ist dabei eingeschlafen. Der zeigt nicht von Qualität. Das stimmt, ich glaube, den dritten oder so habe ich dann auch nochmal gesehen. Oder wie viele gibt's überhaupt von dem? 5? 6? Bestimmt, oder? Frag mich nicht. Ich meine, mit hier. Ich google das mal. Wir müssen diesen wichtigen Fragen ja auch nachgehen. Die sind übrigens beide irgendwie schwanger, beziehungsweise halt werden Vater, ne? Die beiden Haupttypen. Uwe, okay, Uwe war das nicht. Nee, Jimmy Blue und, wie hieß der andere Jimmy Blue? Ist auch echt ein Scheißname. Wilson Gonzalez oder irgendwie sowas? Das ist ja viel besser als Jimmy Blue. Ja, sind beide. Jimmy Blue ist Leon gewesen, Wilson Gonzalez ist richtig, ist Marlon. Der Film ist von 2003. Guck mal, da war ich 9. Ja, Jimmy Blue ist jetzt schwanger. Nee, irgendwie habe ich letztes gelesen, irgendwie sind. Es kann ja, auch sein, dass sie irgendwie Schwester oder so. Anbauen.
Also Nachfolger ist die Wilden Kerle 2, das war von 2005. Dann gab es die Wilden Kerle 3. Dann gab es 4. 5. Dann kommt die Legende lebt. Ja, da haben sie einfach nicht mehr gesagt, wir nennen es jetzt nicht 6. Der ist von 2016, meine Güte. Tja. Ich vermute, dass die nicht mehr Rolle gespielt haben. Brauchen die auch eine Heizung? Alle brauchen Heizung. Aber ich würde sagen, diese Folge hat sich genug aufgeheizt. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, schon beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts müsst ihr Folge klicken. Und dann sagt's von mir und einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.